Das ist tatsächlich sehr schön, weil man weiß, okay, wenn man selber gut gelaunt ist, weiß man halt, wir gehen halt auch wieder gut gelaunt raus. Einmal ganz kurz lauschen. Also das im Team macht unheimlich viel Spaß, mit den Kunden zu kommunizieren und da muss ich einfach sagen, das ist einfach genial. Es macht Spaß, ja. Wenn man dann mit einem Lächeln denen entgegentritt, dann gehen die natürlich auch mit einem Lächeln raus und das ist halt das, was wir auch wollen. Top, also ihr macht eigentlich wie immer. Das ist am einfachsten. Morgens 5.30 Uhr in Sottrum. Zu einer Uhrzeit, zu der ich als Kameramann noch meine Schwierigkeiten habe, so richtig zu arbeiten, sind die Verkäuferinnen der Igel-Bäckerei schon lange fleißig. Wie ist es, im Bäckereiverkauf zu arbeiten? Genau darum geht es in diesem Video. Das war eigentlich, ich wollte nie in die Richtung, habe aber komischerweise immer meine Praktikas und alles sowas von der Schule aus ging immer in die Richtung gemacht. Ja, und dann irgendwie kam das dann auch dazu, dass ich die Lehre gemacht habe. Habe dann im Altbetrieb noch ein Jahr weitergearbeitet, bin dann hierher gezogen, hierher gewechselt. Und seitdem hier tierisch glücklich. Aber es ist auch das, was ich machen will, was ich vom Herzen mache, was mir Spaß macht. Ja, ist auch gut. Und hier werden jetzt morgens immer die Brötchen vorbereitet. Ja, genau. Dann kriegen wir die Teiglinge von dem Bäcker nach vorne und dann schieben wir die morgens selber hier in den Ofen, backen die selber. Ja. Deutschlandweit haben Bäckereien Nachwuchssorgen. Ich selber vermute ja, dass das vor allem am frühen Aufstehen liegt, denn Arbeitsbeginn ist hier in der Frühschicht schließlich spätestens um 5.30 Uhr. Für mich viel zu früh. Wie kommst du mit dem ganzen frühen Aufstehen klar? Mit dem frühen Aufstehen sehr gut. Ich mache das auch schon seit 9 Jahren. Gewöhnt man sich dran? Da gewöhnt man sich dran. Am Anfang schwer, aber es geht. Ja, ich weiß auch nicht, warum der so nicht beliebt ist. Also ich kann das nicht nachvollziehen, ich mache es sehr gerne. Man hat hier immer die Kollegen, man hat hier immer den Kundenkontakt, immer jemanden zum Schnacken, irgendeiner ist immer da. Von daher, ich kann es eigentlich nicht so verstehen. Ich denke mal, ein großes Manko sind die Arbeitszeiten, dass da halt viele sagen, oh nee, das schreckt mich ab, aber das ist eine reine Gewöhnungssache. Ja, das ist morgens auch in der Backstube, wenn du so nachts um 3 reinkommst, hast du manchmal eine Totenstille. Und alle arbeiten wie so ein Uhrwerk, ne Michaela? Ja. Morgens sind immer alle... Morgens müssen wir die ganze Ware ja einmal durchziehen, ob wir das bekommen, was wir gerne haben wollen. Und dann wird jeder konzentriert dabei zählen. Genau. Und dann ja. Ist immer Ruhe. Also das im Team macht unheimlich viel Spaß, mit den Kunden zu kommunizieren. Und da muss ich einfach sagen, das ist einfach genial. Es macht Spaß, ja. Ich habe einfach Lust auch, mit den Leuten zu kommunizieren und was zu verkaufen. Und auch was Neues zu lernen, da war ich auch offen für und darum bin ich dann hierher gekommen. Aber viele bedenken gar nicht, was alles im Verkauf gemacht werden. Manche denken nur, man steht nur hinter dem Tresen und verkauft dann Brötchen und ist gut. Aber das ist sehr viel mehr, weil man muss morgens die Ware einräumen. Dann muss man auch wissen, sehr viel Wissen dazu sich aneignen, was habe ich da überhaupt, was muss verkauft werden. Ne? Und wenn man da Lust zu hat und wird es immer interessanter, was da alles so hintersteckt. Vor allem hier in der Natur pur, es ist doch schon echt klasse. Was für die Beratung auch für den Kunden. Genau, wenn man umso mehr man weiß, umso mehr kann man den Kunden erzählen. Und viele freuen sich auch, was man sagen kann oder denen erzählen kann, was drin ist in der Ware. Ihr kontrolliert jetzt gerade, ob alles passend angekommen ja, ist. Genau, also und einmal abzählen und. Ja, genau. Aber seid ihr eigentlich immer so still, wenn... Das kommt mir so komisch vor. Wir sind hochkonzentriert. Oder liegt das an uns? Nein. Erzähl doch mal, Mareike, erzähl doch mal einen Witz. Keine Ahnung. Sonst hast du doch auch immer irgendwas auf Lager. Ja, also jetzt morgens ist natürlich immer die Zeit, wo man erstmal die Theke bestücken muss. Ne? Muss natürlich erstmal alles rein, weil gerade auch so wie heute, Samstag, ist natürlich einer ganz wichtigen Tage für uns, Wochenende. Und dann muss natürlich dann, ich sag mal, erstmal alles flott rein. In allen Bereichen Brötchen, das soll ja auch schön aussehen. Mhm. Nicht, junge Dame? Ja. Genau.
Und Brot wird da hinten und Kuchen muss vorbereitet werden. Das, was Michaela da hinten macht. Genau. Das reicht dann für den ganzen Tag. Das reicht für den ganzen Tag. Wir haben so ein paar Sachen auch noch dann immer im Background, ne? Dass man sozusagen nachfüllen kann. Ne? Genau. Mareike backt hier heute fleißig. Es ist ja auch mittlerweile so geworden, dass wir im Verkauf frisch backen. Bei uns alles auf Steinplatte. Brötchen, Dinkelbaguette vor allen Dingen und auch Ofenfrische. Das ist ja unser Markenartikel, sag ich mal, ne, bei den Brötchen. Willst du hier durch? Ja, das geht. Ja, ja. Jetzt ist hier das geheime Lager. Genau, also hier haben wir unser geheimes Lager. Und wenn vorne was fehlt, dann. Dann ja. Dann sortieren wir wieder neu. Genau. Genau, wenn wir denn zu viele Brötchen backen müssen, dann müssen die Bäcker morgens schon hier zwischendurch immer nach vorne und wieder die leeren Dielen, heißen die, wo die Brötchen draufkommen, holen, weil wir natürlich jetzt schon wieder für die Kühlung vorproduzieren. Auf Langzeit, unsere Teigchen sind ja Langzeit und die sind dann praktisch für den nächsten Tag schon wieder. Ne? So läuft es die ganze Zeit weiter für den nächsten Tag wieder vorbereitet. Genau. Wir machen jetzt gleich Feierabend, das ist jetzt gleich 6 Uhr morgens. Also Wochenende ist immer ein bisschen anders. So, und dann geht's ins Wochenende. Für die zwei Leute dürfen morgen noch mal ran. Immer im Wechsel, dass die nicht jede Woche dran sind, aber das klappt eigentlich ganz gut. Großes Team, da muss man auch nicht so oft dran. Ne? Sehr schön. Also guck mal, jetzt ist 20 vor 6, jetzt ist so langsam schon ganz gut was fertig. Ne? Mareike ist immer noch am Brötchen bei. Ja. Das wird auch noch ein bisschen dauern, ne? Ja. Da habe ich den Morgen was von. Ja. Je nachdem, wenn die ein bisschen feucht sind, dann kleben die gerne mal ein bisschen. Das ist halt das, was natürlich ein bisschen Arbeit macht. Ne? Ja, also je nachdem, ne, ist heute natürlich durch den Sturm etwas eventuell ein bisschen anders, weiß ich nicht. Muss man sehen. Also ist wirklich ein bisschen unterschiedlich, aber generell ja. Samstag, Sonntag gibt es so eine Stoßzeit, ne, wo dann alle kommen. Ne? Klar, muss ja aufs Frühstück gehen. Hoffentlich. Baguette und ein normales Hellerwisch. Ja, klar, mach ich ihn fertig. Super. Außerdem? Danke. Dann bekomme ich 3,35 € bitte. Perfekt, danke sehr. Einen schönen Tag. Ihr seid schon relativ stark präsent, so Social Media mäßig, ne? Ja, also wir sind ja mit Facebook schon vor, ich weiß gar nicht, das ist ja wirklich lange her angefangen, wo alle noch, wie gesagt haben, so, da waren noch relativ viele, die gesagt haben, brauchen wir alles nicht. Und dann aber immer wieder so mit Pausen, aber Facebook haben wir wirklich sehr stark gemacht. Dann haben wir irgendwann mit Instagram ein bisschen mehr angefangen. Es könnte und dürfte wieder ein bisschen mehr werden, finde ich. Gut, bisher habe ich sehr viel gemacht, das stimmt. Vielleicht kann man das in Zukunft auch ein bisschen noch anders machen, dass man das auf mehrere Schultern dann verteilt. Ne? Das heißt, Verkäufer und Verkäuferinnen mit Social Media Affinität können gerne die Aufgabe mit übernehmen. Wir haben natürlich eigentlich einen anderen Job und ich glaube, da muss man auch ein bisschen gucken, dass es nicht zu viel, zu heftig wird. Aber so ganz grundsätzlich ist es natürlich schön, dass man die Möglichkeit hat zu zeigen, was man so macht. Ne? Darum geht es ja eigentlich auch. Ne? Moin.